Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es in Outlook um Quick Steps, eine wunderbare Möglichkeit, per Knopfdruck mehrere Schritte mit E-Mails auf einmal durchzuführen, wie zum Beispiel eine E-Mail weiterzuleiten an eine festgelegte Person und die E-Mail auch gleich zu löschen oder abzulegen. Oder eine E-Mail automatisiert zu beantworten und sie dann abzulegen. Also solche Dinge könnt ihr mit Quick Steps machen. Was wollen wir uns dazu anschauen? Zum einen, wie richtet ihr einen neuen Quick Step ein? Dann, wie verändert ihr Quick Steps? Einen Sonderfall, nämlich die Standard Quick Steps, die es schon gibt. Und zum Schluss noch ein paar fortgeschrittene Tipps für die von euch, die das viel verwenden. Zur Erstellung. Ich möchte also jetzt einen Quick Step erstellen, mit dem ich automatisch E-Mails an eine Person weiterleite und dann später ablege. Das Ablegen machen wir im zweiten Schritt. Ihr findet die Quick Steps über Start, Quick Steps und ich würde immer hier über das Symbol Quick Step verwalten gehen. Da habt ihr alles zusammen, was ihr braucht. Und wenn wir jetzt einen neuen Quick Step anlegen wollen, dann klicken wir auf Neu und können jetzt entweder aus Vorlagen wählen, das wären hier die ersten, oder wir können einen benutzerdefinierten Quick Step anlegen. Ich nehme den benutzerdefinierten, weil ihr da am besten seht, was so alles möglich ist. Ich gebe dem einen Namen, zum Beispiel weiterleiten und dann löschen. So, das heißt, ich lege jetzt erstmal an, dass ich den weiterleiten möchte, wähle also eine Aktion, suche mir hier das Weiterleiten raus, muss ich vielleicht auch ein bisschen blättern, da finde ich das Weiterleiten und jetzt kann ich entscheiden, an wen ich weiterleiten möchte. Diesen Namen trage ich hier ein, wähle die Person aus und wenn ihr noch Optionen braucht wie CC, BCC, oder weitere Dinge wie, dass ihr noch zum Betreff was hinzufügen wollt, Kennzeichnen, Wichtigkeit oder eben hier einen Standardtext einfügen. Hallo Max, wie immer E-Mails zu den Angeboten. So, und dann bestätige ich mit Fertigstellen. Bestätige mit OK. Dieser Quickstep wird jetzt hier oben angezeigt. Wenn ich drauf gehe, dann sehe ich auch den kompletten Namen. Manchmal wäre es vielleicht ganz schön, gerade wenn man viele hat, wenn man das noch genauer beschreibt. Das zeige ich euch im zweiten Schritt. Und jetzt würde ich also diese E-Mail hier, nehmen wir mal die hier, die möchte ich an ihn weiterleiten. Dann klicke ich hier drauf. Es wird eine E-Mail erstellt. Der Adressat wird eingetragen. Der Text wird eingegeben. Und ich kann jetzt noch was dazu schreiben und wenn ich fertig bin mit dem Dazuschreiben, dann schicke ich die E-Mail weg. Jetzt möchte ich noch dazu fügen, dass in dem Moment, in dem ich die E-Mail weiterleite, sie hier im Posteingang gelöscht wird. Das heißt, ich klicke wieder auf das Symbol Quickstep verwalten, wähle den Quickstep aus, gehe auf Bearbeiten und jetzt füge ich eine weitere Aktion hinzu, nämlich die Aktion Nachricht löschen. Dann möchte ich noch hier einen Quick-Info-Text hinzugeben. Also das wäre eine Info für die Zukunft, wenn ich viele Quick-Steps habe, dass ich noch weiß, wofür ist. Und ich könnte noch, und das ist eine Besonderheit beim Weiterleiten oder Antworten mit einem Text, ich könnte noch sagen, die E-Mail soll nach einer Minute Verzögerung automatisch gesendet werden. Dann kann ich allerdings nichts mehr dazu schreiben. Ich mache das mal, bestätige mit Speichern, bestätige mit OK. Jetzt habe ich also den Quickstep geändert. Wenn ich wieder hier oben drauf gehe, dann seht ihr, jetzt steht unten drunter Weiterleiten und dann Löschen, Info für die Zukunft, wenn ich viele Quicksteps habe und so weiter. Und wenn ich jetzt hier die E-Mail weiterleite, dann seht ihr, ich werde nicht gefragt, ich kann nichts mehr hinzufügen, nichts mehr ändern. Sie ist weitergeleitet und dann gelöscht. Und ich kann mal sehen, hier im Postausgang,
Ihr seht, da ist eine 1 dran. Da ist diese E-Mail jetzt und ich habe im Prinzip noch eine Minute Zeit, bevor die automatisch versendet wird. Ich würde da jetzt nichts dran ändern. Wir wollen ja sehen, dass das auch automatisch funktioniert. Und ich gehe wieder in den Posteingang zurück und wir werden dann sehen, dass hier diese Information verschwindet. Jetzt zu dem Sonderfall. Es gibt einige Quicksteps, die sind schon vorangelegt, wie zum Beispiel hier ablegen oder an Vorgesetzten oder Team-E-Mail. Und wenn ihr das erste Mal draufklickt an Vorgesetzten, dann heißt es hier erstes Einrichten. Ihr könnt dann einen Titel vergeben für den Quickstep und die Person eingeben. Und ihr könnt auch hier weitere Optionen noch einstellen über Optionen. Also ich nehme jetzt mal hier ein Beispiel, gebe auch hier einen Namen an, füge den ein, gehe auf Speichern. Und ihr seht, jetzt wird es hier verändert, das heißt nicht mehr Vorgesetzter, sondern Beispiel. Und wenn ich jetzt auf Beispiel klicke, dann wird an diese Person weitergeleitet mit dem entsprechenden Text. Und ab jetzt, wenn ich da draufklicke, kommt eben nicht mehr dieses erste Einrichten. Und wenn ihr dann was ändern wollt, dann geht es wieder Quickstep verwalten, Beispiel. Und dann könnt ihr hier entsprechend ändern, bearbeiten, duplizieren, löschen. Das kennt ihr ja jetzt schon. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, ihr könnt hier auch die Reihenfolge der Quicksteps verändern. Wenn ihr also sagt, dieser Beispiel ist der, den ihr am häufigsten braucht, dann nehmt ihr den nach oben und könnt den hier nutzen. Zum Schluss noch ein paar fortgeschrittene Tipps für die von euch, die das viel verwenden. Ihr könnt Quicksteps ausschließlich für E-Mails verwenden. Ihr könnt sie nicht im Kalender, in den Aufgaben oder an anderen Stellen verwenden. Und es gibt keine Möglichkeit, mit Outlook-Standard-Boardmitteln diese Quicksteps zu kopieren. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dass man auf solche Dinge auch zugreift und die kopiert. Dann wird es ein bisschen komplexer. Man braucht eine Zusatzsoftware von Microsoft, die kostenlos ist. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich dazu mal ein Video machen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr mir also einen Daumen hoch hinterlassen könnt oder auch den Kanal abonniert. Und vor allem denkt dran, schreibt mir alle eure Fragen auf. Ich beantworte die gerne. Ciao, euer Arno.